Hallo, grüße euch. Das heutige Thema ist Haus kaufen in Prag. Falls euch das Thema interessiert, bleibt einfach dran. Wir sind das Paraguay-Team, Live-Team und mein Name ist Bit. So, viele Fragen. Mich und unser Team. Was machen wir in Paraguay, um ein Haus zu erwerben? Und das erkläre ich euch ganz schnell. Es sind im Prinzip einfache Schritte. Und zum Schluss gebe ich euch natürlich meinen persönlichen Ratschlag. Also bleibt dran. So, vielen Dank für eure Fragen. Es ist natürlich eine sehr interessante Frage, da natürlich viele von euch sowohl aus Europa als auch Amerika wirklich fast in Scharen schon nach Paraguay kommen und stellen uns natürlich die Frage, Piet, wie einfach oder wie schwer ist es, eine Immobilie, ein Grundstück, ein Haus zu erwerben? So, die erste positive Nachricht ist, ihr könnt oder jeder von euch, jeder Ausländer, kann nur mit einem Reisepass ein Haus kaufen. Und das betrifft das ganze Paraguay. Es sind natürlich auch einige Sachen zu beachten. Deshalb sollte man auf jeden Fall die Eigentumsverhältnisse beachten und deshalb sich zu einem Fachmann oder an einen Fachmann wenden, um da keine Fehler zu machen. Glaub mir, es ist auf jeden Fall ratsam, das richtige, das korrekte Grundstück mit dem dazu passenden Haus zu erstellen, um in der Zukunft keine Eigentumsprobleme zu haben. Also, ich freue mich über auf eure Fragen. Stellt diese Fragen natürlich unten in den Kommentaren, ruf mich an bzw. schreibt an. Ich persönlich bin schon 20 Jahre in Paraguay und glaub mir, ich habe schon mein Lehrgeld bezahlt und teile gerne mein Fachwissen mit euch in Sachen Hauskauf. Was sehr, sehr wichtig ist, ihr müsst im Prinzip das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis wählen und das habt ihr, indem ihr das korrekte Grundstück kauft und selbstverständlich natürlich
die richtigen Menschen, die richtigen Leute beauftragen. Und das, da ergeben sich ja sicherlich schon einige Probleme, weil letztendlich in Paraguay haben die Leute schon ganz andere Mentalität. Die denken etwas anders, ich sage mal, nicht besser oder schlechter als in Europa, Deutschland, Österreich oder in der Schweiz, aber auf jeden Fall anders und dadurch entstehen auch einige Probleme. Daher sollte man einfach das Geld nicht am verkehrten Ende sparen und sich direkt an uns wenden. Ich persönlich habe schon 20 Jahre Erfahrung in Paraguay, in der Branche und unser ganzer Team hat sowohl die richtigen Einwanderungsleute, die euch die Hilfe erteilen bei der Einwanderung, als auch vor allem das richtige Paraguay Life Bauteam. Inklusive Architekten, damit das Haus richtig geplant wird. Vor allem auch richtige Vorschriften werden ja auch beachtet. Und das ist ja das A und O, damit ihr natürlich keine Fehler direkt am Anfang eurer Reise bzw. eures Aufenthalts in Paraguay beginnt. Aber man sollte auf jeden Fall euren Kopf an der richtigen Stelle behalten. Man kann offiziell sämtliche Immobilien nur mit dem gültigen Reisepass erwerben. Und natürlich mit den entsprechenden korrekten Dokumenten zu eurem Wunschhaus. Deshalb ist es auch ratsam, zum Beispiel in der Nähe von der Stadt Piribebuy, ich gebe euch nachher ungefähr die Google Maps Daten, wir sind circa eine gute Stunde sowohl von der Hauptstadt Asunción entfernt, als auch vom internationalen Flughafen Silvio Pettirossi in Asunción bzw. Luque. Also die Lage ist zentral, aber trotzdem ruhig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr noch weitere Fragen habt, natürlich bitte gerne unten in den Kommentaren die Fragen stellen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, die meisten oder die häufigsten Fragen euch direkt in Form eines Videos zu beantworten. Somit erreichen wir immer die meisten Menschen, die natürlich auf diese Antwort warten. Von daher nicht vergessen, die ganzen Kontaktdaten gebe ich euch unten. Auch unten auf diesem Bildschirm und auch unten in der Videobeschreibung. Einfach Likes nach oben, teilt das Video und überlegt einfach, nach Paraguay umzuziehen und sich euren Traum von eurem Wunschhaus zu erfüllen mit Hilfe von unserem Paraguay Live Team. Ich bin Pitt, in diesem Sinne. Macht's gut, bleibt gesund, teilt das Video auch an Freunde, Bekannte und wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao.